Ey Leute, was geht? Mein Name ist Anonymax16 und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video von mir. Natürlich bin ich nicht alleine, sondern der Padlet ist auch mit dabei. Hallöchen. Und ich mache halt jetzt eine neue Serie, die nennt sich Behinderte Menschen oder einfach nur, ja, behinderte Menschen. Und zwar 60% der Menschen sind einfach nur geistig gestört, behindert und die meisten davon geistern auf Facebook herum. So, also in dieser Serie werde ich halt mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen YouTubern, also ich versuche mit verschiedenen YouTubern halt eben diese Tool-Commentaries zu machen. Und wir werden halt ein bisschen über die menschliche Rasse, die menschliche Spezies ablästern. Und ja, heute ist halt eben das Thema Facebook. So, ich gebe dir mal einen Anhaltspunkt. Okay. Facebook-Gruppen. Fang mal an. Okay, also ihr kennt sicherlich alle Facebook. Nein, was ist das? Ihr kriegt ein Buch ins Gesicht. Nein, Spaß natürlich nicht. Aber ja. So, ihr kennt sicher auch so viele Sachen, was euch in Facebook zum Beispiel nerven. Und unter anderem sind so Facebook-Gruppen. Du wirst manchmal in Gruppen eingeladen, hast keine Ahnung, bist dann drinne. Und dann denkst du dir. Genau, ohne irgendwas anzunehmen, ne? Ja. Wie bin ich da reingekommen? Und was sind das für Leute hier drin, oder so? Oder werde ich hier deine Gruppe eingeladen? Ja. Genau. Werden sich hier einige von euch kennen. Und ja, das ist dann immer komisch. Und dann kommt immer Scheiß-Posts wie, geh mal auf den oder den Link und dann wirst du da weitergeleitet und hast, was weiß ich jetzt für irgendeine Seite, dann heißt es eine Porno-Seite oder. Zum Beispiel, wenn man, falls man ein Virus downloadet. Bei mir war das mal so. Ich bin mal auf den Link gegangen und da musste man halt irgendwas downloaden, um weiterzukommen oder sowas. Ich hab's natürlich nicht gemacht und mein Antivirus. Kannst du die nächste aufkaufen? Ja. Und mein Antivirus hat direkt die Seite geblockt. Also ich habe Kaspersky, falls es irgendjemand interessiert. Ich habe Avira. Ja. Ah, dieses billige, ne? Ja. Oh. Die ist er. Aber ich habe auch PGP oder PGP oder wie man das handelt. Gut, ich habe Elsa. Das kenne ich nicht. Ja, das hat mir mein Onkel empfohlen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das macht, aber das ist. Okay. Also was mich zum Beispiel auch bei diesen Gruppen tierisch aufregt, nicht nur, dass man ohne Einladung da reinkommt, sondern dass da auch diese behinderten Posts sind. Zum Beispiel, es gibt ja so Leute, diese Porno-Viber, ne? Wenn du weißt, was ich meine, ne? Die schreiben, boah, ich hab Bock zu ficken, wenn ihr ein Nacktbild von mir haben wollt, einfach mal liken. Und weißt du, was das Schlimme noch daran ist? Nee, sag mal. Die Leute liken das. Die Leute liken das wirklich, ne? Und ja. Guck mal, die Leute checken es nicht, dass es ein Fake-Account ist. Hallo Leute, ihr sollt mal bitte auf das Profil gehen und nachgucken, ob man diese Person abonnieren kann. Abonnieren. Wenn man die abonnieren kann, ist es klar ein Fake-Account. Die machen Geld damit. Desto mehr Abonnenten, desto mehr Geld oder desto. Ja, desto mehr Geld, ja, habe ich schon gesagt. Und das regt mich auch zum Beispiel tierisch auf, denn es sind ja nicht nur Erwachsene auf Facebook, sondern auch kleine Kinder. Genau. Ja, 9-, 8-Jährige, keine Ahnung. Okay, die regen mich auch schon auf. Sind ja auch so kleine Kinder. Und sind die, wo meistens immer so Fotos von sich posten oder so. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also meiner Meinung nach. Das Schlimme kommt ja jetzt noch, das kommt ja jetzt noch. Weil manche gehen auf Facebook drauf, also wir sagen Firmenbesitzer oder so und machen dann damit, benutzen die Bilder und machen damit dann Werbung. Also wollen das dann gar nicht und ja. Genau. Also die nehmen halt immer die Bilder von Leuten, also unbekannten Leuten, einfach so random, ne? Ja. Weil Facebook, wenn ihr euch bei Facebook anmeldet, hat Facebook Rechte dazu, eure Fotos weiterzugeben. Die haben Rechte dazu, die können damit machen, was sie wollen. Die können eure Fotos online stellen, die können bei Google Bilder, okay, da sind die meistens eh schon. Ja, da also, ja. Ihr könnt das Ganze einfach mal nachprüfen, indem ihr auf Google geht und dann gebt einfach mal euren Namen ein. Genau, ihr werdet entweder direkt bei Facebook weitergeleitet
oder direkt irgendwie bei Google Bilder sind da direkt Fotos von euch. Und das ist natürlich auch schon etwas, womit man einverstanden sein muss, um bei Facebook überhaupt aktiv zu Auf sein. Facebook machen. Drum ist bei mir auch so, ich habe im Facebook kein Bild von mir drauf. Ja, das ist ja aber noch ein anderer Grund, weil du einfach nur zu hübsch für die Welt bist. Ja, das ist der nächste Grund. Du dachtest schon, ich sag was anderes, ne? Nee. Nee? Nee, Okay. ich hab's gewusst. Weil das war doch so logisch. Ja, super logisch. Ich geh mal zur Kiste hier. übrigens ist Packer Punch runtergekommen. Ist hier ganz in der Mitte. Okay, Punch. Stimmt, das habe ich auch gerade so bemerkt, aber jetzt habe ich gar nicht so nachgedacht. Geil, Alter. Packer Punch direkt in der fünften, vierten Runde. Sie können ja auch bald punchen. Und weißt du, was mich noch richtig krass aufregt? Was? Diese kleinen Kinder. Es muss nicht immer ein kleines Kind sein, was zum Beispiel postet: 2014 darf gerne wieder gehen. Ich vermisse 2013 oder keine Ahnung, 2014 ist scheiße. Soll sich verpissen, ne? Ja, da stellt sich aber die berechtigte Ich? Frage, warum? Genau, ich habe mal einfach mal so eine Frage gestellt. Ja, wieso? Was denn passiert? Die schreiben, egal. Die schreiben eiskalt, egal. Aber wieso posten sie dann so etwas? Das können sie doch Wieso? für sich behalten. Genau, die posten etwas öffentlich und danach, falls jemand nachfragt, antworten die nicht oder antworten halt so dumm. Die schreiben dann so, ja, egal, geht euch nichts an oder keine Ahnung. Da gibt's ja alles, ne? Oh ja. Oder was auch ist, wenn du in Facebook mal ankommst, also ich muss sagen, ich bin richtig selten in Facebook online. Naja, Und ich wenn ich eigentlich online jeden bin, dann Tag. werde ich von manchen einfach angeschrieben, hi. Dann gibt's Ja. halt halt zurück. Und das war's dann wieder. Das war der Gespräch. Ja, hi. Du schreibst zurück, hi. Die schreibt nicht zurück. Dann Okay. sag ich nicht, ich schreib nur, hi. Fertig. Dann denke ich mir immer, what the fuck, warum? Hab die Python, aber wieso benutze ich die nicht? Ich hab die Alter, die wir haben voll meine Munition, der aber. Was? Was mich auch tierisch aufregt, kennst du diese Videos, die Leute liken und du bekommst ja dann das angezeigt, dass die Leute das geliked haben, ne? Und das regt mich zum Beispiel auf, wenn jemand, oh Scheiße, irgendjemand etwas liked, was richtig Tierquälerei oder so ist hinter dir. Ja. Lass dir Zeit. Zum Beispiel war bei mir mal so, da hat einer so ein Bild gemacht, da war so ein Hamster abgebildet. Der Hamster war aber jetzt nicht, aber nicht normal da, sondern der wurde so ein Glas reingesteckt, so klein ist der. Der schreibt mir so, wie süß er doch ist. Das finde ich dann schon Ja. wieder ein bisschen affig. Übertrieben. Genau. Wenn man anders sich einen Witz draußen schreiben, XXXX. Wobei ich XXX. sage, ich finde es nicht mehr witzig. Ach so. Ja, was mich auch tierisch aufregt, diese Tierquälerei-Videos. Kennst du das? Jemand, so eine Gruppe, macht so ein Video, wo man einen Hund so vom Hochhaus runterschmeißt. Also das gab's schon alles, ne? Und sowas regt mich natürlich auch übelst auf. Die Tiere tun mir so leid, ohne Scheiß. Und die Leute kommentieren das natürlich. Die kommentieren das. Die Seiten möchten doch, die Seiten möchten ja auch, dass ihr das kommentiert. Denn eure Freunde sehen ja, was ihr kommentiert habt. Es werden die ja angezeigt und die kommentieren das natürlich auch wieder. Und ja, so wird halt das Video bekannt. Jetzt Und kam kein Schatten. ne, Doppelfall meinst du? ja. Alter. Da musst du dir echt recht geben. Genau. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Und was mich auch aufregt, falls irgendwie so ein Ereignis passiert ist, genauso wie bei DSDS mit dieser Melissa, noch was, keine Ahnung, dass sie K1 so gedisst hat oder irgendwie sowas, dass die Streit hatten. Wen interessiert's erstmal? Okay, manchen Leuten interessiert's, aber was mich auch tierisch aufregt, ne, nehme ich nicht. Was mich auch ziemlich aufregt ist, dass nicht nur eine Gruppe so etwas postet, sondern direkt eine große Gruppe postet so ein Video. 10 weitere kleine Gruppen posten das gleiche Video und dann posten 100 kleinere Seiten nochmal das Video. Dann bekomme ich
bei meiner ganzen Facebook-Liste nur das gleiche Video von verschiedenen Seiten. Oh, oh, oh. Lass dir Zeit. Oder konzentrier dich lieber. Ist Instant Kill sogar. Ach so. Warum die alles so schnell umfallen? Warte, ich hab noch einen Affen. Ja, cool. So. Bin ich wieder am Leben, jetzt kann ich weiter plappern. Schmeiß mal noch einen Affen, schmeiß mal noch einen Affen. Bitte, 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 bitte. Hey, 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 hey. So. Ah, jetzt habe ich einen Affen, sorry. Hast du auch Affen? Ja, ja. Cool. Läuft. Ja, was mich auch bei Facebook ziemlich richtig aufregt, sind die kleinen Kinder. Das regt mich richtig krass auf. Oder diese Bitches. Kennst du diese Kinder-Bitches? Meinst du die Kinder, neunjährige Kinder, wo sie dann schminken, wie wäre, als wären sie schon 16, 18? Nicht nur das, dass sie sogar schreiben, ich liebe dich über alles, wir werden für immer und ewig zusammenbleiben. Hallo, die ist 9. Die ist neun. Mit 2 Wochen später ist sowieso wieder Schluss. Das ist eh wieder so eine Kinderbeziehung, die eine Woche hält, um Erfahrungen zu sammeln. Das sagt jeder. Genau. Bei mir war das früher so, als ich noch klein war, hatte ich noch kein Facebook. Wo ich 12... Ja, ich meine jetzt, wo ich 12 Jahre alt war. Alter, wieso sterbe ich? Als ich 12 Jahre oder 13 Jahre alt war, dann habe ich mir Facebook gemacht. Früher hatte ich immer Schüler-VZ. Schmeißen ab und ja. Achso, hast du schon. Ja, aber du musst jetzt nochmal einschmeißen, das nach Land. Ja. Ich habe eine scheiß Waffe. Die macht vielleicht One-Shot, aber... Dankeschön. Scheiße mit Nachladen. Ja. Gut, ich tue jetzt gleich punchen. Granatenwerfer. Nee. Das krasseste bei Facebook, weißt du, was das krasseste ist? Nee, sag mal. Dass die Leute reagieren. Also, wenn zum Beispiel irgendjemand schreibt, ich hab Bock zu ficken, liken, um Nacktbild oder zu bekommen. Das regt mich so auf, wenn die Leute das liken. Mich regt es so scheiße auf. Oder wenn die Leute das kommentieren. Das regt mich so scheiße auf, ey. Ohne Scheiß. Ey, Freunde, wenn ihr dieses Video seht, und bei euch genau das gleiche ist bei Facebook, falls irgendwie so eine Schlampe irgendwas schreibt, schickt diesen Link hier von diesem Video unter das Kommentar. Ohne Scheiß, die Leute sollen checken, dass sie nicht so etwas liken sollen, weil diese Bitches verdienen ihr Geld damit. Die verdienen einfach nur ihr Geld damit. Sowas regt mich so scheiße auf. Ich würde es gerade nicht schicken, weil sonst erst recht alle raufgehen und zugucken. Wie meinst du, das Video oder ja. Ich meine jetzt... Wie ging das? Ah, scheiße. Ich hab die, Els hat gepuncht und jetzt hab ich 10% drauf. Ohne Sinn. Geil, mir werden die Zombies angezeigt. Geil. Weißt du, wo der dritte Teddybär ist? Was, wo der? Dritte Teddybär. Nee, ich hab keine Ahnung, sorry. Weißt du, was passieren soll? Hm? Weißt du, was dann passieren soll? Achso, ja, da kommt so eine Musik. Ah, ich weiß, wo der ist, ja. Aber die Tür ist zu. Scheiße, die Zombies überleben 2-mal Schüsse mit der Python. Oh, Waffen, Affen, uff. Waffen, Affen, 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 Affen. So, hab ich. Hab ich. Ich kaufe hier mal auf. Jo. Kauf direkt auch die zweite Tür auf, ne? Hab ich. Wäre mir ziemlich hilfreich. Und jetzt ein kleines Easter Egg hier bei Nuketown. Ja. Wenn bis Chaka kommt, habe ich sowieso wieder Geld. Hoffe ich doch. Nein! Nein, Affen, 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 Affen. Affen, 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 Affen. Affen, Affen. Oh oh. Scheiße. Sorry. Sorry, kannte nicht. Ich hatte keinen Jagger und so weiter. Egal, Leute. Danke fürs Zuschauen erstmal. Und wenn euch das Video gefallen hat und wir weiter halt, oder besser gesagt, ich weiter diese Serie fortführen soll, über behinderte Menschen zu lästern, einfach in die Kommentare schreiben, einmal liken und abonnieren, das hilft mir sehr weiter. Und natürlich nicht vergessen, falls so welche Bitches es gibt,
ja, die sowas posten, einfach den Link hier von diesem Video einfach runter posten, damit die Leute es endlich checken, nicht so eine Scheiße zu liken. Denn sowas regt mich richtig auf und hilft mir, Facebook zu verändern. Danke, Leute, ich bin erstmal raus und ciao. Tschüssi.